Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf unserem Kanal, sofort und gleich. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Item Shop, sofort und gleich TTV, dann auf Annehmen drücken. Es unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Buck drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Hallo, ich komme gerade zu dir gleich. Hallo. 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 Also auf geht's. Komm. Gehen Sie mal rein in den Shop jetzt her, sofort hier. So. Also, wir haben einen neuen Skin. Die Kaugummi-Bomberin und die Kaugummi-Bomben und den Kaugummi-Knüppel. Übrigens ein mega interessantes Teil. Also guckt euch das dann später mal an. Pottenhässlich, aber. Ja. Wir haben da auch ein kurzes Gameplay dazu, aber wirklich mega kurz, weil derjenige war nur ganz kurz in der Lobby und ist dann gleich schon wieder geliebt. Aber. Er hat mit diesem Kaugummi-Ding da was abgebaut und deswegen kann man das euch zeigen, wie dieser komische Kaugummi-Knüppel da funktioniert. Okay, also wir fangen an mit dem Ohm. Wie viel gibt's denn dem? Der Ohm, zoomen Sie mal an den Ohm heran, Herr Sofort. Den kennt ja jeder. Der Ohm ist ja auch schon ziemlich lange im Shop. Bin bei dir. Oh, jetzt bin ich nicht mehr bei dir. So, und der Ohm kriegt von mir 7 von 10. Von mir 8 von 10. 3,2555 bei 117 war zum ersten Mal am 17. Juni 2018 im Shop gewesen, seitdem 12 mal 107 Reminders. So, Orakelhacker, jetzt haben wir's. Der Orakelhacker? Genau. Der Orakelhacker. Für 1200 V-Bucks das Teil, mega cool, kriegt von mir 10 von 10. Kriegen Sie nochmal drauf. Ja, der Effekt ist jetzt gar nicht mal so toll. 10 aber von 10. 4,2555 bei 32 war zum ersten Mal am 17. Juni 2018 im Shop gewesen, seitdem 12 mal. Und 32 Reminders. Dann, was ist von dem Set? Dann kommen wir zum Dynamo. Ich habe vorhin, bin ich wieder in einem Match. Natürlich an was gestorben? An einem Dynamo. Und ihr wisst, ja, wie ich zu dem Sweater sind. Also jetzt, er gleich ist ja wirklich nicht gut in dem Spiel. Aber wenn er gleich auf den Dynamo trifft, ist er meistens tot. Also, ich hasse diesen Skin sowieso. Ich finde den pottenhässlich. Wenn du könntest mir so eine Tussi auf den Bauch binden, wäre Feierabend. Ja? Ging gar nichts. Die ist grausam, schrecklich, hässlich. Uah! Eingebaute Verhütung. So, zudem die Spiele meistens katastrophale Mega-Sweater. Ich hasse diesen Skin und dieser Skin kriegt von mir 1 von 10. Von mir 0 von 10. Ich hasse diesen Skin. 2,6 von 5, aber dafür, dass er so oft gespielt wird. Der Dynamo 2,6 von 5 bei 72 war zum ersten Mal am 20. Juli 2018 im Shop gewesen. Seitdem 13 mal und 78 Reminders. Dann kommen wir zum Zucker. Zuckerrausch ist ja auch ein neuer Emote. Wir kommen zum. Ist das neue Emote? Ja, wir kommen zum Kommando. Stimmt, Zuckerrausch kenne ich gar nicht. Also, wenn es nicht gerade bei dir der Fall ist. Der Kommando, ja, was soll ich dazu sagen? Halt, sowas von Standard, ja, dieser Skin. Für 800 V-Bucks, ja, kriegt von mir 4 von 10. Von mir auch. Eine Benotung von 3,71 von 5 bei 76 Votes zum ersten Mal am 11. November 2017 im Shop gewesen. Seitdem 28 Mal und 266 Reminders. Glitter? Glitter? Kommando. Und wieder bling bling bling. Trotzdem, ich bin ja inzwischen schon Fortnite geschädigt, muss ich echt sagen. Am Anfang hätte ich sowas einer ganz schlechten Note gegeben. Jetzt inzwischen bin ich ja auch schon dabei, da kriegt das Ding von mir auch 7 von 10. Für 5 von V-Bucks. Von dir 7 von 10, von mir 8 von 10. Oh mein Gott. 4,3555 bei 26 Votes zum ersten Mal am 28. Mai 2019 im Shop gewesen. Seitdem 5 mal und 66 Reminders. Elektrifiziert. Oh, mega geil. Kann ich jetzt schon sagen, mega geil. Wo ist der Sound? Das musste sich einblenden von damals. Okay, wie viel gibt's denn? Elektrofiziert kriegt von mir natürlich 9 von 10. Von mir 10 von 10. 4,0855 bei 24 war zum ersten am 21. April 2019 im Shop gewesen. Seitdem 3 mal und 40 Reminders. Dann kommen wir zum Eisbrecher. Den habe ich selbst gekauft. Aber jetzt hier nicht auf dem Account. Das ist der gleiche Account. Ich finde den jetzt nicht so krass. 7 von 10. 10 von 10. 3,885 bei 48 war zum ersten am 16. Januar 2018 im Shop gewesen. Seitdem 34 mal und 111 Reminders. Dann kommen wir zu. Den neuen Items. Wir fangen erstmal mit Zucker auf.
Oh mein Gott. Herr Sofort. So sieht Herr Sofort aus, wenn er ein Match gewinnt, dann tanzt er hier genau was? So rum. Wenn ich ein Match gewinne? Are you kidding me? Seitdem die Roboter drin sind, sind es nicht mehr so viele. Ja, das funktioniert ja nicht. Wie soll man das machen? Das Spiel baut ja momentan nicht auf Skill aus. Zuckerrausch. Ja, darauf esse ich doch nochmal ein Gummibärchen, würde ich sagen. Ja, ich auch, komm. Mega cool, da. Nee, ich mag keinen Lakritz. Geh mal. Warum? Ich mag keinen Lakritz. Magst du keinen Lakritz? Nein, ich mag keinen Lakritz. Ja, das wollte ich. Das würdest du eher essen? Ja, ich mag keinen Lakritz. Also, Zuckerrausch kriegt von mir... Oh, ja, bin ich jetzt auch gerade drauf. Kriegt von mir 9 von 10. Ich bin der Waschbär. 9 von 10, cool. 8 von 10. Müssten wir eigentlich ein Video zu machen. Kann man schon machen. Hm. Nur keine Belohnung und 3 Reminders. Dann kommen wir zum... erstmal zum Kaugummi-Knüppel. Geil. Das ist so geil. Also es ist so verrückt, dass 10 von 10. Wieder cool ist. 10 von 10, 10 von 10. 8 von 10. Okay, keine Belohnung, 2 Reminders. Dann kommen wir zum Kaugummi-Wappen. Kriegen Sie da mal bitte durch. Finde ich nicht geil. Finde ich auch nicht cool. Okay, von mir 4 von 10. Von mir auch. Roboter. Leute, wenn jemand Statement und Video noch nicht gesehen hat, hier oben in der Infokarte ist verlinkt. Zu den Robotern. Ich liebe die Roboter. Auch keine Belohnung und 3 Reminders. So, und dann haben wir hier diesen Kaugummi-Bomberin. Wie gesagt, wir haben sie gefunden auf der Map. Allerdings. Darauf erstmal ein Kaugummi. Nur ganz kurz war sie drin gewesen. Zoom mal an die jetzt ran. Wir gucken uns jetzt mal dieses schreckliche Teil. Hat die Bomben drauf. Das sind. Ja, Bomben. Das sind Bomben. Das hat jetzt nichts mit Kaugummis zu tun. Das sind Bomben. Das so. Ist, heißt ja auch Kaugummi-Bomberin. Achso, die Kaugummi-Bomberin. So. Wo ist der Kaugummi? Hallo? Ja, da unten. Da unten sind dann die Kaugummi-Blasen. Mhm. Dann dieses komische rosafarben, also jetzt bei dem anderen Teil, finde ich, sieht es so ein bisschen besser aus, ohne diese komische rosa Brille da. Aber das sind Farben, ne? Ich finde diese Farben nicht schön. Ja? Da träume ich wieder schlecht davon. Okay. Da kriege ich wieder Albträume davon. Da kriegt das Teil... Amewashi. Kriegt von mir... Dreh die mal um. Zeig mal, ob die von hinten vielleicht besser... Oh, von hinten, guck mal, die sieht viel besser aus von hinten. Super. Also wenn wir, jetzt vergleichen, wenn wir dazu vergleichen... Oh, du hast den ja gar nicht. Dark Bomber und Farbenbomber, viel besser. Ja, natürlich. Viel so. Besser. Also von mir kriegt das Teil 5 von 10. Von mir kriegt das Teil auch 5 von 10. 3 von 5 bei einem Vote und 12 für meines. Ja, jetzt würde ich mal sagen, wie findest du denn den Shop? Ich würde sagen, jetzt mehr. It's meh. Ja, Omen ist ganz okay. Dynamo schrecklich. Zuckerrausch cool. Glitter, ja. Die neuen Items gefallen mir nicht. Ich wäre eher schon auf dieser Hated-Seite. Okay, dann sagen wir. Aber. It's meh. Alles klar. Wir sagen. Also von mir ein Hated, von Herrn Sofort. It's meh. Wir einigen uns auf ein It's meh. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop mit uns beiden. Bis dahin, haut rein und tschüss.